Ich bin Lisa Waschke, die bezaubernde Milla. Lisachen. Sehr laut. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich glaube sehr, ja, wie sagt man das? Präsent ist auch das falsche Wort. Ja, sehr offen einfach, glaube ich. Also so vom Charakter her. Ich gehe auf Menschen zu, so ich bin, ja, man kann sagen laut. Ganz ehrlich, Milla ist weiblicher, glaube ich. Ansonsten ist Milla, glaube ich, auch ein bisschen naiver. Also hat ein viel offenes, größeres Herz. Lisa hat, glaube ich, eine viel größere Schutzmauer, so einen viel größeren Selbstschutz. Milla ist eher so dieser romantische Mädchentyp vom Style her. Ich lese sehr viele Modezeitschriften privat und gucke mir auch die ganzen Modeschauen und die Modemessen an und bin da halt mehr hinterher. Also ich versuche jetzt nicht jeden Trend hinterher zu rennen. Ich bin meistens so sporty unterwegs, sporty schick so. So Urban Style. Milla ist halt komplett verspielt, so mit Rüschen und mit Blümchen und sowas, würde ich halt privat. Ja. Aber wie gesagt, Milla ist halt extrem weiblich im Gegensatz zu mir. Also ich mag den Unterschied, ich liebe ihn. Ich war auf einer Schauspielschule, aber es war Theater gewesen, also was komplett anderes. Es war diese Feder mit dem Datum meiner Mama. Und das habe ich mir tatsächlich gleich mit 18 stechen lassen zum Geburtstag für meine Mom. Und einfach die Feder bedeutet meine Mama. Also ist ein Andenken an meine Mom. Ich bin eigentlich auch nicht der Mensch, der plant, weil ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist, wenn ich noch nicht mal weiß, was in den nächsten 10 Minuten passiert. Ich sehe mich jetzt aber auch nicht mit typisch Kind und Mann am Haus. Sonst, weiß nicht, ich gehe jetzt bald auf die 30 zu, ich glaube, sonst wäre es schon so gut wie, aber ich sehe mich irgendwo in einer geilen Eigentumswohnung hin, definitiv irgendwo im Stadtzentrum von Berlin, ob mit oder ohne Mann, definitiv ein Kind irgendwann, das wäre schon ganz geil, aber ansonsten bin ich da komplett planlos. Das Krasseste, was mich sehr verletzt hat, war so ein Ding wie, deine Eltern sollten verbrannt werden, weil sonst würdest du nicht existieren. Irgendwie sowas. Also das hat mich verletzt. Die restlichen Bullshit-Kommentare so, die lese ich mir auch durch, gehe mir aber komplett am Arsch vorbei. Sorry. Sehr viel Fernsehen will ich auf der Couch. Also mein Lieblingsplatz ist definitiv meine Couch in meiner Wohnung. Ich lasse mir eine Wanne ein oder ich treffe mich mit meinen privaten Freunden. Oder ich fahre zu meiner Mama, um mich da zu erden halt. Also meine Freunde haben mit der Serie nichts zu tun. Meine Freunde kennen die Serie auch alle gar nicht. Von daher, die wissen schon, dass ich mitmache, haben schon ein, zwei Mal reingeguckt, aber die feiern das jetzt nicht so hart. Von daher ist es ganz cool da. Da komme ich von weg. Ich habe zwar auch meine beste Freundin hier kennengelernt, Laura, Rolle Nina. Das ist jetzt wirklich der erste Mensch, dem ich auch privat in mein Leben gelassen habe, nah rangelassen habe, aber der Rest ist für mich eher Kollegen. Ja. Schlafen, schlafen, Essen bestellen, schlafen, Essen bestellen. Einfach nichts. Ich habe einen zu hohen Stoffwechsel, auf den ich manchmal achten muss, aber ansonsten, ich bin, glaube ich, der Mensch mit der ungesundesten Ernährung. Burger.